immer eine große Ehre, hier bei Ihnen sein zu dürfen und die wichtigen Tage in Ihrem Jahresverlauf mit Ihnen zusammen feiern zu können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung der Wongabundi Foundation und vor allem meinem Freund Yunus Ali Khan, der ja hier in Mainz eine unschätzbare Arbeit leistet. Wir sind ihm sehr dankbar dafür. Sie feiern heute den Geburtstag Ihres Staatsgründers und des Vaters der Nation Bangladesch, der tragischerweise aus dem Leben gerissen wurde, aber der fortlebt. Genau. In Bangladesch. Er ist nicht gestorben, er lebt fort. Er lebt auch fort in der Premierministerin, die heute in der Regierung, die Regierung von Bangladesch führt. Und er lebt fort in Ihnen. Denn Sie feiern ihn. Es ist in der Tat beeindruckend, wie sehr Ihre Verbindung zu Ihrem Staatsgründer heute auch noch lebt. Auch die jungen Leute, die hier sind, auch die Kinder, die heute hier sind, wird weiterleben in den weiteren Generationen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, Ihrem Land alles, alles Gute und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass religiöser Hass keinen Platz mehr hat in unserer Welt. Sehr gut. Einige meiner Vorredner haben das ja schon gesagt, soweit ich das verstanden habe, dieses schreckliche Ereignis in Neuseeland, wo ein verrückter Rassist, unschuldige Menschen nur wegen ihres Glaubens tötet. Das gibt es leider immer wieder auf der ganzen Welt. Auch bei uns ist sowas nicht ausgeschlossen. Aber es ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, dass so etwas keinen Platz hat, weder in Bangladesch noch in Deutschland. In diesem Sinne wünsche ich alles, alles Gute.